Pokalblamage für den BVB. Man verliert im Pokal im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart. Und es ist kein Problem, hier irgendwie knapp zu verlieren. Das versteht mich gar nicht falsch. Das kann man gegen einen Stuttgart, die aktuell sehr, sehr gut drauf sind. Aber wir haben hier eine absolute Demontage von Dortmund gesehen. Ich sag euch ganz ehrlich, hätte Stuttgart hier ein bisschen schlauer noch das Ganze ausgespielt. Sie stehen teilweise 4-1 im Strafraum, spielen das dann schlecht aus. Hätte man hier noch ein bisschen weniger Glück auf der Seite von Gregor Kobel gehabt, hätte man ihn nicht gehabt, hätte Stuttgart ein bisschen mehr Spielglück gehabt, dann geht das Ding hier 5-6-0 für Stuttgart aus. Sie wurden hier absolut an die Wand gespielt. Stuttgart deutlich mehr Schüsse aufs Tor, deutlich mehr Ballbesitz, alles einfach viel besser. Sie waren viel robuster, in allen Belangen besser. Und wie gesagt, also das Ganze ging für mich schon bei der Aufstellung los. Die Maßgabe von Edin Terzic war anscheinend, sich mit 5 Leuten mit der Fünferkette mit Emre Can auch hinten reinzustellen und dann über Bino Gittens, Moukoko und Adeyemi irgendwie nach vorne zu kontern. Und das kannst du doch nicht als Borussia Dortmund spielen. Du kannst doch nicht hier die... Du musst als Borussia Dortmund die spielangebende Mannschaft sein. Man hat keine Ahnung gehabt, wie man spielen soll. Das hat mich teilweise an die Kreisliga erinnert. Man hat einfach versucht, Adeyemi irgendwie lang zu schicken. Schick den schnellsten Spieler auf den Platz einfach lang. Vielleicht funktioniert es ja. Das ist komplett verdient für Stuttgart. Für sie freut es mich extrem. Sie haben hier was für einen geilen Fußball gespielt. So einen Fußball hat man Ewigkeit nicht mehr von Stuttgart gesehen. Und ich sage euch noch was. Also Borussia Dortmund, wenn die jetzt nicht Edin Terzic entlassen, dann weiß ich auch nicht. Du hast doch heute gesehen, der hat keine Ahnung, was er macht. Du brauchst doch mal einen Trainer, der ein bisschen Ahnung, nur ein bisschen Ahnung von der Taktik hat, die er vielleicht mal spielen lassen kann. Aber das heute hat doch gezeigt, dass er nicht weiß, was er tut. Und alle Siege, die Borussia Dortmund irgendwie einfährt, das ist teilweise Glück, teilweise ein glücklicher Umstand, teilweise aber auch Unfähigkeit der Gegner. Wenn ich an Leverkusen zurückdenke, die hätten ja auch am Wochenende gewinnen müssen. Und Borussia Dortmund hat in dem Sinne einfach nur das Spielglück gehabt, irgendwie hier noch durchzukommen. Mehr gibt es wirklich zu diesem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Es war wirklich eine Glanzleistung von Stuttgart und von Borussia Dortmund einfach wirklich unter aller Sau. Es ist wirklich traurig teilweise, was die für einen Fußball spielen. Und das ist nicht mehr das Borussia Dortmund, was ich hier irgendwie in den letzten Jahren gesehen habe. Und Edin Terzic, der wirkt maßlos überfordert, meiner Meinung nach. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was die Lösung ist. Ich habe keine Ahnung, man muss meiner Meinung nach das Ganze nochmal umkrempeln. Man muss einen Trainer holen, der eine Spielidee hat. Ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, wie das bei Borussia Dortmund in der Bundesliga weitergehen soll. Mittlerweile nur noch auf Platz 5. Das ist für Borussia Dortmund viel zu wenig. Man ist aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Und wenn man solche Leistungen in der Champions League zeigt, dann wird man jetzt erst gegen Paris verlieren und dann im Achtelfinale aber sowas von den Arsch versohlt bekommen. Und das ist wirklich nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Wie habt ihr das Spiel heute gesehen? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin trotzdem natürlich wie immer gespannt auf euer Feedback. Bis dahin, Leute, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Noch gar nicht gesagt. Bis dahin, Leute.